Tja, ja. Aber wenigstens bin ich mal schön Schach, das ist auch mal was. Im Dunkeln, wo wir eigentlich gar nichts sehen können, aber hey. Und reden über Aktien. Und Geld. Geld. Konz hat genug gesoffen. Da brauchst du die verdammte Dusche. Ja. Bam, Umgebung Dun. Dun, ja. Und Dun. Ach je. Tresor. Also sie redet echt nur über Geld. Ja, irgendwie, ne? Ja, Tresore sind für echte Freunde. Bauer auf C Geld. Yay, Logik, das hast du jetzt wieder 1000 verdient. Der will immer noch was essen, wahrscheinlich. Nee, ich hab da Umgebungsprobleme. So, sauf und danach. Schlafen gehen, noch was auch immer machen. Also, du schläfst, Markus schläft auch, ne? Ja, gut, jetzt muss ich mich um die beiden nicht mehr kümmern. Mhm. Fabrike. Ah. Und Gold. Mhm. Gold, ja, Gold macht glücklich und Freunde. Ja, auf jeden Fall. Nee. Du hast nicht mehr alle. Kaluta mia, was jo. Ja, aber der Schnee schmilzt, wenn die Sonne rauskommt. Freunde nicht. Freunde schmelzen nicht? Peace, Alter. Ist nur der Winter. Beachen von dir. Beachen, was? Echt? Wow. Ja, das Peace-Zeichen gibt's auf einigen Flaggen sogar. Aha. Und niemals ins Bett. Wenn du deinem Kopf jetzt auf die Schachsteine schlägst. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ach, das es ist schon sicher. Spät. 5:17 Uhr. Ich glaube, diese zweite Tür ist verdammt praktisch. Ja. Das will ich machen, nicht du, Konstantin. Geh schlafen. Muss morgen nämlich, glaube ich, ziemlich früh raus. Nein, muss er gar nicht. Er ist frei. Der Glückliche. Habe ich gesehen. Danke. Spiel. Einfach simultan aufwachen. Ja. Seid doch simultan ins Bett gegangen, glaube ich. So, 9:00 Uhr. Muss aufs Klo. Ich habe einfach schon einen Körper mehr als ich brauche. Kann ich jetzt noch tun, weil Körper trainieren brauche ich gerade echt nicht. Ja. Logik trainieren. Und Sauberkeit eventuell. Jo, ne? Aber Sauberkeit brauchst du momentan dringender. Ja. Ja, erstmal meine Bedürfnisse hocharbeiten vielleicht. Das auch. Ja, mein, ist ja nur. Solange ich noch ein bisschen Zeit habe. Kannst du selber kochen, glaube ich. Ist nicht noch was da? Nein, nichts mehr da. Die sind umgegangen, die Waffeln. Ah. Koch aus meinem Müsli. Ja. Das kann man nicht anbrennen lassen. Eigentlich. Doch. Du bist aber nicht von den Füßen. So, Markus, was hast du für Probleme? Viel Hunger. Und keine Ausbildung gemacht. Hausaufgaben machen, jetzt, wenigstens ein paar Prozent davon hat. Kaputt schon!
Ah, so ein Dorf. Nein, das sollte nicht im Boden, aber da liegt's auch gut. Ja, ein Müsli. Eine Schale wohlgemerkt. Ja, reicht doch. Guck mal, Kind, ich esse. Du musst Hausaufgaben machen, obwohl du genauso viel Hunger hast wie ich. Ja. Über mehr. Ja, so viel dazu. Ja, dann mach dir doch mal Müsli. Ich träume von Essen, auch schön. Voll toll. Du hast gerade Essen gemacht, Junge. Wie unselbstständig bist du eigentlich? Zu Fuß sie kam so wohl. Der Name. La Kursi Bosschu. Sie war Bosi. Schapunaki. Es ist wohl. Rosalo. Naja, ein Tag ohne Hausaufgaben bringt die Kerl zwar nicht um, aber er hat kein Stipendium mehr, jetzt auf jeden Fall. Naja. Wobei Hausaufgaben natürlich überbewertet sind, aber. Muss reichen. Mach jetzt. Ich sehe, der Tisch ist verziert da unten. Mhm. Wir haben halt Skill, weißt du? Das ist noch gut, das kann er noch essen. Na egal. Die Karre im Licht sieht auch nicht viel besser aus. Nicht wirklich, nein. Und da ist der Schulbus. Ja, ist egal, er wartet in einer Stunde. Und tschüss. Erstmal nochmal winken. Mach deine Hausaufgaben ein bisschen weiter. Ich geh dann mal. Von mir aus war alles ganz gut. Uns hat heute ja frei. Aber echt, ey. Ich verpasse meine Fahrgemeinschaft. Auto. Ja. War schon gut. Machst du das nicht so, wenn du den Schulbus verpasst hast? Ja, ich hab mir dann eigentlich immer schnell einen eigenen Schulbus gemietet. Eben deswegen, ja. Da man hier nichts lesen kann. Wohin, Markus? Nein, beide Hausaufgaben machen. Mir ist nicht danach. Lass ihn halt mit 42% zur Schule gehen. Passt schon. Jo. Sind nicht in Gebrauch. Was? Dann legen die jetzt halt hier. Gut. Nicht den Tisch. Die Hausaufgaben sollen ins Inventar. Geht nicht. Bleiben sie halt auf dem Boden liegen, wie gesagt. Fertige Hausaufgaben sind ja eh komplett weg. Fast nicht ganz fertige sind jetzt auch weg. Jo, also. Ich will viel, viel lernen.
Der ist noch da, ja. Hey, Baba Don Dishi. Apoasi. Hosha! Wischen. Ach ja. Braucht er eigentlich irgendwas als Betonmischer? Nö. Switch it! Hahaha! Evlizzy! Well, what a day! The butterfly! What a... Ich weiß nicht, wer das ist, mit dem er sich unterhält. Ja, auch egal. Da ist immer was. Was ist das denn? Evoile! Er mag Züge. Evoile! Me paso! Sad! Macht auch aber kein Drei mehr. Ja. Blöd ist es. Du wolltest den. Sieh die Nippo. Na, ich hab pariert. Sonst machst du einen schlechten Job. Ist aber egal, du kannst wenigstens schön erwischen. Aber ich glaube, das gibt dir keine Sauberkeit mehr, oder? Doch, das gibt es. Doch, doch. Aber nicht viel, glaube ich. Leute. Koche ich halt was. Scherzkekse, warum nicht? Wir haben wirklich immer erst was essen will, bevor er was tut, ne? Da rein, ja, ja. Trophy. Erstmal die kaputte Dusche benutzen. Naja, sie ist ja nicht ganz gut. Naja. Lustige Form. Jo. Oh, la cava. Bam, farbig. Das sind Weihnachtskekse. Standen Scherzkekse drauf. Bedien dich. Wenn ich weiter wische. Das ist mehr was als heute Morgen. Könnte eigentlich nicht besser für dich laufen, oder? Ja, du kriegst kontinuierlich Sauberkeit dazu. Krieg ich wohl. Weißt du, meistens kannst du den Kopf abbeißen. Ja. Bis er sich dazu entscheidet, mal endlich eventuell die Dusche zu reparieren. Ja, die Kekse geben wenigstens gute Nahrung. Jo. Tata. Dann frisst den nächsten auch noch. Aber beeil dich dabei, bitte. Weglegen. Whees. Alles sauer machen. Schon schön. Irgendwie auf eine ganz absurde Art und Weise. So. Reparieren. Jetzt. Jetzt kommt's. Ich will einfach aus Prinzip weiter essen. Wie lange braucht der Kerl wohl noch? Oh, fertig. Erledigt. Hi. Nicht die Dusche boxen, das ist wieder kaputt.
So. Alles auf halbwegs, ja, dann. Ich weiter Sauberkeit. Diese. Ich sehe es da, diese. Sauberkeit vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Er braucht Spaß, ja, das tut er in der Tat. Wollen wir vielleicht nach einem guten Spaßgar schauen? Wir könnten, ja. Da kommt's ja an. Gibt gut Spaß, der Schacht ist anscheinend. Wenn wir noch was höher als 7? Was 10? Gruppenaktivität, aber. Danach wird es ab noch so teuer. Ist das das erste ab? 10? Gibt es nichts alleines mehr? Bitte? Nichts mehr für einzelne Personen, was noch gut. Ja, der Massagetisch halt, ne, aber. Ja, der gibt fast zwei, wohlgemerkt. Mhm. Ja, genau. Irgendwie Spaß. Hatten wir nicht irgendwie Spielekonsolen? Kann sein? Ja, hier. Da, nee. Wir hatten irgendwo Spielekonsolen, ja, aber wo? Unterhaltung? Wahrscheinlich Unterhaltung, ja, da zum Beispiel. Ja, Tatsache. Ja. Feuer, aber für uns wahrscheinlich nötig. Der kommt raus. Ja. Einfach alles hier irgendwie in den Garten reinstellen. Das stimmt gut. Gratulieren, wozu? Ah, egal. Oh, Flipper, ja. Ah, Pichu! Das wir. Diesmal will ich nicht zu spät kommen. Hey, Streifpolizist. Nice. Durch Pause. Hast schon wieder Mädel mitgebracht. Ist ja, glaube ich, dieselbe sogar. Logische Fähigkeiten. Hm? Schau dir mal den Bonus an. Ja, das ist schön. Aber falls du natürlich wieder reingeholt, du brauchst trotzdem nichts weiter. Hm? Oh, ich hab den Logikpunkt noch. Nice. Ist das wirklich dieselbe? Doch nicht, also dieses weiß-blond. Nee, ist eine andere. Das ist nicht sie. Das ist nicht die, die ich mitgebracht habe. Glaube ich. Oder muss sie sein, oder? Nee, da hinten ist doch noch wer. Ach, hier. Ja, sie. Ja, die kennen wir. Ja, ist dieselbe. Mitmachen? Kann man das nicht nur alleine spielen? Nein, so verwendet man keinen Flippertisch.
Wollte ich mich nicht lieber weiter mit Regina anfreunden? Noch gleich. Wow. Oh. Super. But you can go. Ciao. Hm? Ah, gibt gut Spaß, ja. Gut so. Wenn der Spaß was höher ist, Hausaufgaben und dann weiter. Ja, ja, ist anscheinend schon hoch genug. Na dann. Am Boden. Warum nicht? Naja, und ich krieg Logik auf jeden Fall hier. Aber irgendwie bin ich so der, der auch im Beruf am erfolgreichsten ist. Kann das sein? Ein Stück weit. Ich bin einfach der Beste in diesem Haushalt momentan. Irgendwer schreit wieder, warum schreiten sie? Ja, aufs Klo gehen, genau. Dann kannst du mir mal Keks reinschieben. Ich finde es auch schön, wie wir einfach in unserer Arbeitsuniform bleiben den Rest des Tages. Ja, ne? Aber ich glaube, Einbrecher werden gerade abgeschreckt. Wir kommen so an, die kommen hier so an, wollen den Laden anschauen, sehen einfach zwei Polizisten vor der Haustür Schach spielen. Ist doch super. Vor allem ist dieser Schachtisch mit vier Schrauben in den Grasboden montiert. Ja, ist er. Halte ich für sehr schlau. Ja, ich meine, irgendwie muss er stehen bleiben. Ja, bei Grasboden. Das hält da nicht. Das müssen halt sehr lange Schrauben sein. Das sind voll hochwertige Figuren. Das ist nur Platin, oder? Nee, Platin sieht ja anders aus, aber... Hä, was, wie was, Platin? Die Figürchen. Weil die sind ja nicht einfach nur schwarz und weiß, das ist ja gülden und... Silber, das ist dunkel für Silber. Ja, Hochwertiges Material, was denn die etwa die Farbe hat? Messing und Edelstahl? Also Edelstahl, nein, nicht ganz, aber Messing kann es gut sein. Was hast du jetzt wieder für einen Zusammenbruch, Markus? Mehr Spaß, ja, dann spiel. Wie steht's mit deinen Hausaufgaben, ist die Frage. Ja, wo sind die überhaupt? Sind sie weg? Ein Weg zu sein. Okay. Hat er die fertig gemacht? Okay. Was bekommt jetzt wieder? Geld. Scheinbar. Mach mal Gartenarbeit, Junge. Der beackert den Tisch aber auch. Meine Güte. Wo ist meine Hygiene? Geht mal wieder in den Bauch. Ja. Geh halt duschen. Was habe ich eigentlich für eine Harmonie mit der? Noch gar keine. Nice. Aber ihr noch nicht genug gekommen seid. Aber 100 von diesen normalen Freundschaftspunkten. Und hat Spaß. Er macht Gartenarbeit, siehst du doch. Na, wenn er meint. Hat gewunken und geht wieder. Vor allem, das stört bestimmt auch gar nicht beim Schachspiel, wenn man da die ganze Zeit die Musik von dem Spiel hört. Keine Aufgaben. Ich muss aufs Klo. Oh. Spielen wir noch ein bisschen was länger mit dir. Nee, sie geht nach Hause. Scheinbar. Wenigstens verabschieden, oder?
Ja. Ah, nee, erst gehst du duschen. Der Vorteil daran ist, dass diese Duschen genauso gewertet werden wie die Kabinenduschen, meines Wissens. Das ist kein großes Problem. Okay, dann ist er jetzt weg. Hey, was aber? Wo war Baby? Liegst du Bonke, Joss? Bekommst du? Boah, hätte ja voll Spaß, oder wie? Mhm, scheinbar. Die Maschine ist praktisch. Well. Ja. Da war ich. Ich glaube, wir gehen nochmal alle zusammen irgendwo weg. Also ihr, weil ich... Wann komme ich wieder? 10. Dauert zu lang. Und ich werde es eh zusammenklappen, sobald ich da bin. Mhm. Ne, steht alles ganz gut bei euch. Ja, ja. Ja, alles im Rahmen. Dann kannst du, wenn du fertig bist, Taxi rufen. Oder wir nehmen unser Auto. Nehmen wir lieber unser Auto. Den Sitzer wechseln. Hallo? Ach ja, Gaming. Hey. Das ist ja mal eine coole Klamotte. Ja. Alle. Ich würde sagen, wir machen alle Sport, aber das ist nur meine Meinung. Ja, nee, muss nicht sein. Ja, dann gehen wir wieder ins Gemeindezentrum. Aber ich will well. Wieder schwimmen. Ist egal. Kannst du auch im Gemeindezentrum. Im Teich. Voll super. Oh ja. Wenn das geht. Nein, geht es nicht. Ja, eben. Würde ich zumindest bezweifeln. War das Auto aber gerade, naja. Naja. Schön, wie jeder plötzlich einen Führerschein hat, sobald ein Auto zu Hause stehen hat. Mhm. Ich glaube, selbst Markus könnte fahren. Ja. Darf er, glaube ich, sogar. Ich glaube, die Karre hat nur 2 Plätze, oder? Nö. Ach, nee. Passt. Alles gut. Und weg. Oder auch nicht. Ich fahre jetzt. Los. Also jetzt. Hoppel, hoppel. Die Karre hat mehr als einen Motorschaden. Ja, aber sie sieht heiß aus. Mhm.